Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der virtuellen Bibelstunde. Beim letzten Mal war Jesus in Kapernaum und diese Woche geht er weiter zum See Genezareth zu den Fischern. Und wir sind immer noch im Evangelium des Lukas im 5. Kapitel dieses Mal, die Verse 1 bis 11, der Fischzug des Petrus. Es begab sich aber, als sich die Menge zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören, da stand er am See Genezareth. Und er sah zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren aber ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon, fahr hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf deinen Wort will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie an, große Mengen Fische, und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihre Gefährten, die in anderen Booten waren, und sie sollten kommen und mit ihnen ziehen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, so daß sie fast sanken. Und als Simon Petrus sah, fiel er zu Jesus zu Füßen und sprach, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst, und alle, die bei ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zabedeus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, und von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Ab heute oder ab dieser Geschichte hat Jesus die ersten Jünger, die mit ihm durch die Lande ziehen und das Wort Gottes predigen. Diese Geschichte wird vor allem sehr, sehr gern in der Christenlehre und den ganzen kleineren, also für die jüngeren Leute oder jüngeren Gläubigen immer wieder gern erzählt. Aber ich lese auch gern mal die Geschichte, weil sie doch schon ziemlich viel Wundersames hat. Erst, dass Simon Jesus in sein Boot steigen lässt zum Predigen, und dann fahren sie hinaus und haben das Boot voll Fische. Und ich denke, viele Fischer würden auch heute noch sich darüber sehr, sehr wundern, auch wenn sie wissen, dass man da mit GPS und allen möglichen Sensoren die Fischschwärme erfassen kann. Es gibt immer noch kleine Wunder, wo doch dann große Fischschwärme sind. Und dass zu dieser damaligen Zeit Jesus das wusste, das grenzt auf alle Fälle an ein Wunder. Mit diesen Worten möchte ich mich verabschieden, wünsche euch noch eine schöne Woche. Tschüss, bis zum nächsten Mal.